Guten Morgen, hallo Bach. Wir haben den 28. Oktober, es ist 7.31 Uhr. In diesem kleinen Clip geht es um den Nasdaq, den vermeintlich besten Index der Welt. Super stabil, tolle Firmen drin, zukunftsweisende Unternehmen, viel Fantasie, immer wieder gut. Das ist der Freund hier seit Mai diesen Jahres. Oder sogar schon ein bisschen früher, seit April diesen Jahres. Komm, ich nehme es mal ein bisschen rüber. Das ist schon der Verlust hier. Den haben wir sowas von aufgeholt und überboten, also schon erstaunlich. Gehen wir mal ein bisschen näher ran. Also grundsätzlich gilt als äußerer Punkt nach unten, das ist weit weg, 10.660. Und der obere Punkt ist 12.219. Und wir sind da nicht ganz in der Mitte, aber fast. Schauen wir mal an, was die letzten Fibos machen, so wie ich sie ziehe. Wir haben also lediglich eine Korrektur gemacht bis hier einmal bis zum 50er. Das war heute haben wir Mittwoch, am Montag sind wir da runtergegangen und gestern sind wir gleich wieder gestiegen. Von daher ist noch alles in Line. Eine ganz, ganz wichtige Marke für die Short-Term-interessierten Händler hier ist dieses hier. Dieser Bereich, wo das untere Band liegt. Das untere Band ist bei 11.205 und direkt oben drüber ist das 61,8er bei 11.243. Das wird aber auch alles bestätigt hier von diesen Kerzen von Anfang Oktober, hier und hier. Da. Das ist also schon ein wichtiger Punkt. Wie gesagt, unteres Band. Also ich möchte es jetzt nicht genau auf den Punkt benennen wollen, aber wir sind da zwischen 11.200 und 11.250. Das ist der Bereich, da muss er halten. Wenn er das nicht macht, gehen wir auch wieder runter auf den äußeren Punkt, diese 10.645. Jetzt hat er sich mit diesen 11 Kerzen hier schon deutlich wieder abgebaut. Also richtig gut gemacht, richtig so wie es sein soll, lehrbuchhaft. Heute Morgen, hier und jetzt, handeln wir bei 11.570. Da sind wir, hier, wo jetzt gerade eben die Maus ist. Von daher, wir sind in der Mitte der Bänder, handeln um die 20-Tage-Linie rum. Das ist neutral, es gibt kein frisches Signal von den Bändern her, gar nichts. Das MACD ist logischerweise nach diesen 11 Tagen etwas nach unten gerichtet und da muss man auch Beachtung schenken. Das sind ja die kurzfristigen Bewegungen. Erst wenn dieses Histogramm wieder kürzer wird, kann man sagen, okay, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Und das hier ist ein relativ frisches Kaufsignal. Aber das reicht mir jetzt momentan noch nicht. Vor allen Dingen nicht, wenn ich weiß, dass am Sonntag da, ich weiß nicht wie viel, 280 Millionen Leute abstimmen, wenn sie es denn überhaupt alle tun oder können. So oder so kann dann noch eine heftige Überraschung kommen, auch noch ein paar Tage vor der Wahl. Ganz ehrlich, ich traue mich jetzt hier nicht so da wild rumzumachen. Ich habe folgende Idee. Ich bringe einen Schein mit, der liegt hier drunter und ich bringe einen Put mit, der liegt hier oben drüber. Sogar noch da oben drüber, über der 12.450. Und zwar in dem Moment, in dem wir es wirklich schaffen, jetzt aus dieser Bewegung raus ein Momentum zu erfüllen, was diesen Bereich hier überbietet, diese 12.212, dann nehme ich auch einen Schein, der liegt hier drunter am unteren Band. Das mache ich dann schon. Aber im Moment, hier und jetzt, muss ich einen nehmen, der länger weg ist. Und vielleicht sollte ich mal das Mikro ein bisschen näher hinmachen. Ich hoffe, das hat alles geklappt. Und dann habe ich diesen Schein hier. Das ist ein 10.609er. Der liegt also hier drunter. Der ist für die, sagen wir mal, eher konservativen Anleger, die aber auch vermuten, dass wir das hier rausnehmen. Das ist von Goldman ein Open-End-Schein mit dem Hebel von 12 im Moment. Und da kennen wir mal GF2K38. GF2K38. Und den Put, wie gesagt, den möchte ich also nicht nur hier hinterlegen, sondern der muss hier hinter das All-Time-High, also hinter die 12.422. Und da habe ich so einen hier. Das ist ein 12.470er. Im Moment auch ein Hebel, in diesem Fall von 13, bisschen größer gehebelt als der Call. Das ist die Kennnummer für den Open-End-Schein, die GF1KRB, Gustav Friedrich 1KRB. Letzterer kommt erst in Betracht, wenn wir wirklich hier diesen Bereich hier unterbieten, also unter die 11.200 gehen, dann halte ich den für sinnvoll. Der Call ist gedacht, wenn wir hier drüber gehen. Aber wenn wir das tun, bin ich auch gerne bereit, einen mit größeren Hebel zu nehmen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und eine fette Beute. Bye bye, ciao.